Hallo liebe Freunde von effizienten Diagnosen. Fehlermeldungen sind gut, aber noch besser sind sie, wenn sie euch direkt zum Fehler führen. Das erreicht ihr mit unserem Optionspaket ProDiag. Wie das projektiert und angewendet wird, das zeigen wir euch im folgenden Video. Das TIA-Portal bietet verschiedene Möglichkeiten, um Fehler in den Automatisierungslösungen schnell zu erkennen, zu diagnostizieren und zusätzlich Hinweise zur Fehlerbehebung zu liefern. Dies hilft, die Ausfallzeiten zu reduzieren. Wir unterscheiden zwischen einer integrierten Systemdiagnose und der Prozessdiagnose. Die Systemdiagnose ist bei der S7-1500 standardmäßig aktiviert und diagnostiziert beispielsweise einen Drahtbruch oder einen Kurzschluss. Die Prozessdiagnose ProDiag erlaubt es, Fehler, die während des Prozesses auftreten, zu diagnostizieren. Das Besondere an ProDiag ist, dass kein Programmieraufwand notwendig ist. Die für die Prozessdiagnose notwendigen Überwachungen werden parametriert und vom TIA-Portal auf Knopfdruck automatisch generiert, unabhängig vom Programmcode. ProDiag unterstützt bei der Projektierung einer Überwachung verschiedene Arten, beispielsweise die Operandenüberwachung, bei der die Signalzustände statischer Operanden wie Druck oder Temperatur überwacht werden, oder die Verriegelungsüberwachung, ob zum Beispiel eine Aktion ausgeführt worden ist und dabei die notwendige Freigabe erfolgt ist, um nur einige zu nennen. WinCC im TIA-Portal bietet unterschiedliche Möglichkeiten, den aktuellen Status der Prozessdiagnose anzuzeigen. Auch hier alles ohne Programmierung. Einen generellen Überblick bekommt man über das ProDiag-Übersichtstool. Hier erfolgt die Darstellung der gesamten Prozessdiagnose auf einen Blick. Wir sehen, dass hier aktuell alles in Ordnung ist. Ebenso kann sehr übersichtlich der aktuelle Status unserer S7-Ablaufkette dargestellt werden. So ist es jederzeit möglich, den aktuellen Schritt und die entsprechende Weiterschaltbedingungen, die sogenannte Transition, zu verfolgen. Wir simulieren jetzt einen Fehler, indem wir ein Freigabesignal für die Verriegelungsüberwachung manipulieren. Dieser Fehler wird mir sofort im Übersichtsfenster als Alarm mit dem entsprechenden Meldetext angezeigt. Für weiterführende Diagnoseinformationen nutzen wir unseren PLC Code Viewer, um direkt in den Programmcode des Bausteins zu springen. Hier können wir feststellen, dass ein entsprechendes Freigabesignal für die Ausführung des Schrittes nicht vorliegt. In unserem Fall der Druck. Die Projektierung unserer Prozessdiagnose mit ProDiag ist ohne Programmierung sehr einfach und intuitiv zu erstellen. Als ersten Schritt wählen wir das zu überwachende Signal direkt aus der Schnittstelle des Bausteins aus. Der Vorteil dabei ist, dass wir programmiersprachenunabhängig sind und auch Know-how-geschützte Bausteine in ProDiag verwenden können. Über Rechtsklick erstellen wir für dieses Signal eine Überwachung. Als Überwachungsart wählen wir dafür in unserem Fall die Verriegelungsüberwachung aus. Anschließend können noch Zusatzbedingungen definiert werden, die bei der Überwachung dieses Signals berücksichtigt werden sollen. Jetzt wollen wir noch die Meldetexte erstellen. Dies erfolgt im TIA-Portal automatisch über schon vorliegende Meldetexte inklusive der Parameter, die ich entsprechend zusätzlich anpassen kann, beispielsweise das Einfügen des Steuerungsnamens. ProDiag wurde zusätzlich um eine Kriterienanalyse erweitert. Diese ermöglicht direkt am Bediengerät die eigentliche Ursache des Prozessfehlers zu identifizieren. Dies basiert auf der Erstwerterfassung. Voraussetzung für die Nutzung der Kriterienanalyse sind S7-1500 Controller mit mindestens Firmware 2.5, ProDiag FBs ab Version 2.0 und bei HMI Comfort Panels, Runtime Advanced und Professional ab Version 15. Um die Kriterienanalyse zu aktivieren, müssen wir nur einen Haken in der entsprechenden Checkbox des ProDiag FBs setzen. Auf HMI-Seite steht ein Kriterienanalyse-Control zur Verfügung, um die Alarme chronologisch anzuzeigen. Dieses Control ziehe ich ganz einfach per Drag-and-Drop in mein entsprechendes Bedienbild. Über Rechtsklick ist jetzt nur noch eine interne Variable zu definieren und anzubinden, um die Verbindung zwischen dem Alarm-Control und dem Kriterienanalyse-Control herzustellen. In unserer Schrittkettenübersicht müssen nur die zwei Haken für die Kriterienanalyse und die Schrittreihenfolge gesetzt werden. Dies ist für die Ermittlung des Erstwerts erforderlich. Ich starte die Applikationssimulation neu. Löse einen Alarm aus, wie zuvor gezeigt, unsere Verriegelungsüberwachung. Der Alarm wird mir wiederum in unserem Meldekontroll angezeigt, nur jetzt mit dem Unterschied, dass die eigentliche Ursache für den Fehler direkt mit angezeigt wird. Dies ist für das Bedienpersonal eine Möglichkeit, den Fehler schnell zu lokalisieren und zu beheben.
Die Maschinen- und Anlagendiagnose Simatic Podiag im Tierportal bietet effiziente Diagnosemöglichkeiten von Prozessstörungen. Mit der in Version 15 neu hinzugekommene Möglichkeit der Kriterienanalyse können Fehler jetzt noch schneller identifiziert und behoben werden. Podiag trägt damit effektiv dazu bei, Produktionsausfälle drastisch zu reduzieren. Jetzt habt ihr gesehen, wie Podiag projektiert wird. Viel Erfolg beim Umsetzen in eurer Applikation. Siemens. Ingenuity for life.